natürlich traurig. Mich berührt das wahnsinnig. Herzlich willkommen, Anna. Ich war Judith Kehr sehr dankbar, dass ich keine Angst haben musste vor dem Stoff. Man sieht auch über weite Strecken ein fröhliches Kind, was versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen und was auf die Welt zurennt mit offenen Armen und einem sehr offenen Herzen. Liebe Fantastic Movies Fans, wir sind jetzt hier angekommen auf der Premiere vom Film Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und heute werden Stars erwartet, wie zum Beispiel Oliver Masucci, auf den ich persönlich mich natürlich ganz besonders freue. Judith Kehr über ihr Buch geschrieben, dass das halt oder gesagt, dass sie glaubt, dass der Erfolg halt des Buches, der weltweite Erfolg des Buches, das ausgemacht hat, dass es eigentlich kein Leid gab, sondern dass sie sehr behütet wurde. Und macht es dir nichts, als Flüchtling zu sein? Doch. Aber ich finde es auch ganz interessant. Wer weiß, wo wir in deinem 11. Geburtstag sind. Also, mein Typ ist auf jeden Fall ein sehr positiver Mensch. Bisschen frech, sehr gut in der Schule und immer aus der schlechten Situation das Gute herauszufischen. Ich packe morgen, wenn du weg bist, noch einen Koffer, einen extra Koffer. Da tue ich dann dein Kaninchen rein und schöne Bücher und die Spielesammlung. Ja, das rosa Kaninchen musste leider zurückgelassen werden. Und da haben wir uns doch mal gefragt, was denn in der Kindheit von den Stars ihre rosa Kaninchen so waren. Ich hatte als Kind ein Teddy und ich glaube, ich würde diesen Teddy auch immer mitnehmen. Ja, auch wenn ich was Süßes, Hündchen aus Plüsch vorher geschenkt, weil der Teddy ist ja, der fällt schon auseinander. Ich habe den ja noch, ne? Und da kommt die Putzwolle raus und so, aber den hätte ich, glaube ich. Meine Eule, die habe ich seit 5 Jahren, hat schon ein Auge verloren und es ist sozusagen mein zweites Kopfkissen und ohne die könnte ich nicht, also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte eine Schmusedecke, wie Linus, glaube ich, oder bei den Peanuts, das hatte ich, aber ich hatte kein Kaninchen. Also ich habe eine Katze, die ist genauso alt wie ich und deswegen die kenne ich, seit ich geboren bin und habe noch bisher kein Leben ohne sie, die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und Mama, kommt ihr auch sicher wieder? Aber natürlich! Vergesst uns nicht zu holen! Vergesst uns hier nicht! Aber Anna, bist du verrückt? Ich vergesse doch meine Kinder nicht! Das Thema ist ja, die Kinder sind Flüchtlinge. Und das Thema Flüchtlinge, ich meine, das ist uns ja nicht unbekannt. Und wie fühlt man sich, wenn man Flüchtling ist? Ich glaube, dass es wichtig ist, solche Filme zu machen für jede Generation, damit jede neue Generation in ihrer Zeit mit dem Thema sich auseinandersetzen kann. Und ich würde vorschlagen, schaut euch den Film im Kino an, es lohnt sich definitiv. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Es war mir mal wieder eine große Freude und bis zum nächsten Mal.